Hallo und willkommen zurück im virtuellen Saal 1 bei den Grazer Linux-Tage 2021. Für die, die neu zugestiegen sind, es gibt einen IRC-Chat, der ist einfach auf unserer Homepage zu finden, einer der ersten Buttons, die man da sieht, wo man einsteigen kann, hier im Kanal GLTS21S1 für den Saal 1 kann man dann auch Fragen stellen und die am Ende des Vortrags werde ich dir da vorlesen und die beiden Vorträge werden dann versuchen, sie zu beantworten. So, unser nächster Vortrag ist Gamification mit Moodle. Super interessantes Thema. Jetzt, wo wir ja quasi in diesen Lockdowns immer quasi von zu Hause Sachen haben machen müssen, hat es natürlich speziell auch die Schulen und die Schüler und Lehrenden immer sehr getroffen, weil halt quasi das halt zwar natürlich schon seit Jahrzehnten angedacht ist, dass man E-Learning machen kann, aber natürlich nicht viel getan hat. Und dann waren halt sehr viele Lehrer und Lehrerinnen dann quasi auf sich allein gestellt. Und jetzt gibt es aber dann, ich habe die beiden Vortragenden hier, der Günther und der Andreas, sehr coole Plattform und werden uns ein paar Sachen zeigen, speziell eben was Gamification im Lernen betrifft. Und damit übergebe ich auch das Wort gleich an euch beide. Ja, danke schön. Ja, Isabel, vielen Dank von mir. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir es klar. Ja. Was werden wir euch in den nächsten so verbleibenden 39 Minuten sagen? Wir werden euch einen Einblick in Gamification mit Moodle geben. Generell, was ist Moodle? Moodle ist eine E-Learning-Plattform, ja, und wir haben das bei uns sehr stark im Einsatz. Und jetzt sagen wir euch ein bisschen, was man in Richtung Gamification damit machen kann. Genau, wir werden vielleicht ein bisschen erklären, was ist Gamification? Es gibt ja da sehr viele Begrifflichkeiten, die oft nicht so ganz klar sind. Es gibt Gamification, es gibt auf der anderen Seite Game-Based Learning. Dieser Unterschied ist nicht immer ganz klar, was da was ist. Genau, das werden wir vielleicht ganz kurz erläutern dann am Anfang. Genau, und nachher werden wir euch unseren Ansatz zeigen, wie wir Gamification tatsächlich betreiben. Es war bis jetzt mit Moodle zwar auch schon möglich, aber nicht so schön, bis jetzt eben möglich ist. Wir nutzen das stark und haben die ganze Darstellung ein bisschen verbessert. So zu uns, bitte, zur Vorstellung. Genau, ich stelle mich vor. Mein Name ist Günter Hutter. Ich bin Fachbereichskoordinator für den Zweig IT und Smart Production der HTL Oben. Bin quasi Lehrer, könnte man sagen, und Entwickler des Activity Map Plugins, um den es auch in dem Vortrag zu einem großen Teil gehen wird. Und unterrichte verschiedene IT-Fächer, sowohl in Theorie wie auch in Praxis. Genau, also ich bin auch an der HTL Oben tätig als Lehrer für IT und Smart Production, dafür diverseste Fächer wie Programmieren, diverse Laborsachen mit Raspberry Pi, mit Arduinos. Was alles so in diesen ganzen Kunstkreis reinfällt. Und unter anderem bin ich auch dort der Moodle und E-Learning Verantwortliche bei uns an der Schule. Das hat bei uns immer schon einen relativ hohen Stellenwert gehabt. Und durch die ganze Corona-Krise ist das natürlich wesentlich mehr geworden. Und wir haben das sehr stark im Einsatz, auch für Gamification-Anwendungen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir aufgrund der Notwendigkeit, die wir im Unterricht gesehen haben, haben wir ein Activity Map Plugin gemeinsam entwickelt. Genau. Was war die Motivation? Warum haben wir gesagt, wir hätten gern ein eigenes Plugin? Oder was ist überhaupt die Notwendigkeit, dass man sowas macht? Wir haben einen Laborunterricht und uns ist so vorgeschwebt, wir hätten gern die Möglichkeit geboten, dass die Schüler sich individualisieren. Das ist natürlich mit der E-Learning-Plattform Moodle tatsächlich schon möglich. Allerdings ist es so, dass es für Schüler jetzt nicht besonders einfach gemacht worden ist, sich einen Lernpfad durch die verschiedenen Moodle-Aktivitäten zu suchen. Also Moodle-Aktivität ist jetzt irgendwas, wo ein Schüler irgendwas machen muss und zum Beispiel was abgeben muss. Ja? Zum Beispiel muss was programmieren oder muss ein Quiz lösen oder muss irgendwas ausarbeiten und was aussuchen oder was. Diverseste Aktivitäten, wo der Schüler selbst aktiv ist und dann uns was abgibt oder das von uns kontrolliert wird oder das auch eventuell von Moodle automatisch bewertet wird oder teilautomatisch bewertet wird. Genau, und nachdem wir alles in Moodle machen, haben wir gesagt, ja, das muss eigentlich auch in Moodle möglich und einfach möglich sein. Und aus diesem Grund sind wir hergegangen und haben noch einmal versucht, Gamification in Moodle generell umzusetzen, bevor wir noch irgendwas programmiert haben. Das funktioniert wie folgt. Vielleicht zur Erklärung, was ist Gamification jetzt eigentlich? Gamification ist nicht das, wo man was lernt durch ein Spiel. Das wäre nämlich Game-Based Learning. Game-Based Learning wäre zum Beispiel, ich spiele DKT und käme nachher super mit Wirtschaft aus. Das wäre Game-Based Learning. Und Gamification ist aber eigentlich ein anderer Ansatz. Gamification, da nehme ich Elemente aus Spielen heraus und baue diese Elemente, die motivierend wirken sollen, in irgendwelche Lernszenarien ein.
Das ist jetzt beispielsweise, wenn man jetzt Super Mario spielt auf der Konsole, gibt es dort irgendwie eine Weltkarte und wenn ich die erste Welt geschafft habe, kann ich mir aussuchen, ich mache jetzt die zweite oder die dritte Welt. Ich kann dort vielleicht mal einen Geheimausgang finden und komme zu irgendeiner Geheimwelt, wo ich irgendwas erledigen kann und so weiter. Das wäre zum Beispiel so ein typischer Element, dass man in Gamification einbaut, dass die Schüler einen Lernpfad suchen können. Die machen irgendein Programmierbeispiel und wenn sie das ganz besonders gut gelöst haben, dann können sie anders machen. Sonst können sie vielleicht ein mittelschweres lösen oder sie können auch was mehrere gemeinsam gelöst haben, können sie dann zu der Endaufgabe kommen und so weiter. Also da kann man sich verschiedene Szenarien ausdenken. Das wäre ein Ansatz der Gamification, den wir da eigentlich ganz stark verfolgen im Unterricht. Genau. Und in Moodle setzt man das eben wie folgt um. Man hat verschiedene Aktivitäten. Aktivität kann jetzt zum Beispiel sein, dass ein Schüler ein Programmierbeispiel lösen muss. Ja? Mit allem, was in Moodle so zur Verfügung steht, zum Beispiel das Virtual Programming Lab, zu dem wir letztes Jahr schon einen Vortrag gehalten haben, wo wir den Schülern sozusagen die Möglichkeit geben, direkt in Moodle irgendwas zu programmieren. Und wenn das erfolgreich programmiert ist, dann hat er die Aktivität abgeschlossen. Und der Aktivitätsabschluss, das ist das, was man da sieht, zum Beispiel von der IT-Aktivität 1, das wäre die Voraussetzung, dass ich überhaupt die IT-Aktivität 2 machen kann. Was ist der pädagogische Hintergrund dazu? Naja, zum Beispiel ist in Aktivität 1 irgendwas Grundlegendes enthalten, wo man die grundlegenden Dinge über Schleifen erfordert und Aktivität 2 ist noch ein vertiefendes Beispiel dazu, wo man eben die in der Aktivität 1 angeeigneten Fähigkeiten anwenden muss und praktisch auch tatsächlich umsetzen muss. Wo man das wirklich dann sozusagen vom Lernen her, wie das funktioniert, das aufbauen machen kann. Genau, grundsätzlich funktioniert das in Moodle eben, wie in der vorigen Folie dargestellt, über Abschlussvoraussetzungen und also über Voraussetzungen und Aktivitätenabschluss. Den Aktivitätenabschluss kann ich irgendwie generieren, zum Beispiel, er muss da gewisse Punkte haben oder was auch immer. Und dann gibt es eben diese Voraussetzung, das heißt jetzt Restricted Access. Das ist in die Folie mit dem englischen Moodle, damit wir das im Originalkontext haben. Und dieser Restricted Access könnte jetzt zum Beispiel sein, die Activity Completion von E-Technik Aktivität 1, weil wir vorher dieses E-Technik Beispiel gehabt haben. Also das heißt so viel wie, das ist für den Schüler erst verfügbar, sobald er diese E-Technik 1 Aktivität abgeschlossen hat. Genau. Und das funktioniert auch prinzipiell total toll. Ja? Da haben sich die Moodle-Entwickler tatsächlich viel Gedanken gemacht, dass man so ein Szenario umsetzen kann. Allerdings skaliert es auffällig schlecht. Ja? Und zwar jetzt nicht in technischer Hinsicht, sondern in pädagogischer Hinsicht. Und zwar, wir haben da einen Screenshot von einem von unseren Kursen, wo man noch sieht, okay, wenn man zum Beispiel einen von den Kursen da rausnimmt, okay, der darf erst erfüllt werden, wenn der Bausteine 1 erfüllt ist und der darf erst erfüllt werden, wenn der erfüllt ist. Also genau das, was wir da jetzt im ganz kurzen durchgespielt haben, ist das, was die Aufgabe der Schüler ist, weil die wollen, in Wirklichkeit wollen Schüler lernen und sie möchten gern bis ganz zum Schluss zu Ende spielen, zu Ende lernen. Aber der Weg dorthin erschließt sich dem Schüler halt eigentlich sehr schwer. Wenn man diese Computerspiel-Analogie wieder fängt, sozusagen zur Gamification, dann wollen die irgendwann zum Endgegner kommen und wollen natürlich eine gute Noten haben im Unterricht, was bei uns eigentlich das Äquivalent dazu ist. Und es ist dann sehr schwer erfassbar, wie der Weg dorthin ist, weil es natürlich nur über das geht dann, das geht dann, das geht dann. Und da muss man eigentlich immer wieder rückwärts sozusagen das aussuchen als Schüler oder Schülerin. Und das ist halt relativ schwer erfassbar und machen die Schüler dann, glaube ich, auch grundsätzlich nicht. Ja, genau. Sobald es eine gewisse Komplexität erreicht, ist so, uninteressant. Machen wir mal und dann schauen wir mal. Genau. Auch nicht irgendwie. Viel besser wäre es doch eigentlich, wenn man das so in Form von einem Graph darstellen könnte. Das war zumindest unser erster Ansatz, wo man sagt, okay, wir möchten die Lernpfade, die es in dem Moodle ja bereits einstellbar gibt, in irgendeiner Art und Weise visualisieren. Und genau das ist das, was wir verfolgen mit unserem Plugin. Wir schaffen die Möglichkeit, Dinge, die man im Moodle sowieso einstellen kann, noch und auch noch sinnvoll zu visualisieren, indem man halt hergeht und sagt, okay, wenn der Schüler sagt, okay, ich möchte jetzt dahin, zum Beispiel für verzweigte Schrittketten, was muss ich alles machen, damit ich dorthin komme? Ich muss zuerst da die Schrittketten, nachher das, dann das, dann das, dann das, dann das. Genau, das ist über einen Graphen einfach wesentlich besser erfassbar. Und natürlich nicht nur für die Schülerinnen, sondern auch für das Lehrpersonal. Also wenn ich jetzt als Lehrer jetzt überlege, ich hätte gerne einen Lernpfad und möchte da irgendwelche Verzweigungen einbauen und gewisse Zwischenstationen, wo es dann zusammenkommen müssen und so weiter, dann kann ich natürlich auch wesentlich leichter erfassen, weil ich das zwischendurch einfach in den Graphen anschauen kann, was das dort, wie sich das dort darstellt. Genau, die gleiche Schwierigkeit hat man im Prinzip als Lehrer auch, wie man es als Schüler hat. Ja, genau. Ja,
So, genau. Und aus diesem Grunde haben wir uns nachher im Sommer letzten Jahres eigentlich zusammengetan und haben gesagt, okay, wir greifen das Projekt an. Wir hätten gerne ein eigenes Moodle-Plugin entwickelt, das genau die Problematik adressiert und eben die Darstellung von verschiedenen Aktivitäten und deren Abhängigkeiten untereinander als Graph darstellt. Genau. Also muss man sagen, Moodle ist, wer nicht kennt, Moodle ist ein Lernmanagementsystem, ist Open Source, ist entwickelt worden in Australien, weil dort gibt es natürlich schon lange den Bedarf an E-Learning, weil die Leute ja relativ weit auseinander wohnen und natürlich das einfach einen größeren Stellenwert hat, weil viele Leute einfach nicht jeden Tag die Schule besuchen können, tatsächlich physisch. Und das ist Gott sei Dank oder wunderbarerweise als Open-Source-System und als Plugin-System ausgeführt. Also wenn man irgendwie eine neue Idee hat für irgendwie, was total super funktionieren könnte, dann kann man das dort als Plugin implementieren und man kann von diesen ganzen anderen Sachen, die Moodle schon kann, die Benutzerverwaltung, die Kursverwaltung und so weiter, natürlich dazu stark profitieren. Und das war natürlich auch unser Ansatz für dieses Activity-Map-Plugin. Genau. Und das, was man da rund sieht, das ist das Logo. Also falls es in eurer E-Learning-Plattform schon freigeschalten ist, ihr erkennt es so. Oder falls ihr E-Learning-Administrator seid, ihr könnt es natürlich auch gerne herunterladen und installieren. Genau. Das ist für die aktuellste Moodle-Version natürlich verfügbar. Genau. Wie sind wir das nachher prinzipiell angegangen? Wir sind beide keine PHP-Programmierer. Wir kommen eigentlich aus der eher Java-Welt und C und C-Sharp und so, aber halt wenig webbasierend. Wir haben gesagt, okay, Learning by Doing, wir gehen das einfach einmal an und haben uns nachher mit dem Zentrum für Lernmanagement zusammen da, genauer gesagt mit dem Robert Schrenk, der uns da eigentlich sehr gut unterstützt hat, vor allem in Richtung, wie geht man so eine Moodle-Entwicklung prinzipiell an. Und dann haben wir mal ein Grundgerüst gehabt, ein Plugin, das einmal noch nichts tut. Ja? Und wir sind noch ganz dazu übergegangen und gesagt, okay, jetzt haben wir ein leeres Grundgerüst, wir möchten das eben mit Leben befüllen, mit dem, was wir gern als Inhalte umgesetzt hätten. Und so haben wir uns dann überlegt, wie könnte man den Graph im Prinzip visualisieren und sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass es schon bestehende Software gibt, die das kann, nämlich GraphWiz. Und haben dann auch durch etwas Herumgugelei herausgefunden, dass GraphWiz jetzt nicht nur serverbasiert und Command-Line-basiert aufrufbar ist, sondern eben auch direkt im Client gerendert werden kann. Das ist im Prinzip ohne großartige Zusatzarbeit möglich. Und so haben wir den Weg gewählt, dass wir aus der Moodle-Konfiguration, also jetzt gibt es verschiedene Aktivitäten, die die Lehrer oder die Fortbildung sozusagen in einem Kurs definieren, die in allen Abhängigkeiten zueinander stehen, noch das Zwischenfeil für GraphWiz generieren und GraphWiz das dann am Ende des Tages auf dem Client-PC rendert. Genau. Die Idee war eigentlich, es würde ja mehrere Varianten geben, wie man sowas lösen kann. Die eine Variante wäre ja auf der anderen Seite gewesen, dass man sagt, man macht jetzt wirklich eine total unabhängige grafische Darstellung von dem Ganzen, wo man in der Grafik das einstellt und das eventuell über irgendwer schlau verlinktes SVG löst und so weiter. Das wären die anderen Ansätze gewesen. Das wäre aber eigentlich alles relativ ausufernd und groß geworden. Also das waren es dann irgendwie doch ein bisschen einfach zu viel und zu viel parallele Geschichten, die eigentlich laufen im Moodle, weil ja grundsätzlich diese ganzen Aktivitätsabhängigkeiten und so und Voraussetzungen sehr gut funktionieren im Moodle. Das ist eigentlich nur diese Darstellungsgeschichte. Und jetzt haben wir uns eben genau für diesen Ansatz entschieden, dass man diese Logik, die es schon gibt und die gut funktioniert, ausliest aus dem Kurs und das einfach nur grafisch besser darstellt, hat den Vorteil, dass der User mit diesem Plugin auch relativ wenig Aufwand bei der Einstellung hat, weil die Einstellung ist so, wie er es kennt, schon immer, nur die Darstellung ist einfach besser, sozusagen. Genau. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im letzten Sommer, das irgendwie programmiert, genau. Und ganz kurz vor Start des letzten Schuljahres ist das dann auch fertig geworden. Wo nachher wieder das Zentrum für Lernmanagement für uns interessant ist. Die haben das nachher nämlich in Österreichs größter E-Learning-Plattform, dem edvisual.at, deployed für uns, damit wir das bei uns im Unterricht einsetzen können, aber auch natürlich alle anderen Schulen, die jetzt irgendwie auf edvisual.at ihre Inhalte hosten. Und seit November 2020 ist das Plugin auch offiziell im Moodle Plugin Directory gelistet. Und das schaut im Moment so aus, dass wir mehrere Downloads haben, wo wir später nochmal drauf zum Sprechen kommen, damit seht ihr, wie das aktuell. Genau. Da sieht man nochmal quasi die Funktionalität von dem Ganzen, nochmal jetzt angefasst in einer Folie. Es gibt einen Kurs, es gibt da sozusagen die Aktivitätsabschlüsse und Voraussetzungen, wie gehabt. Aus dem wird dieser Zwischencode, dieser GraphWiz-Code generiert automatisch. Und dieser GraphWiz-Code wird sozusagen serverseitig generiert und clientseitig wird dann
und am JavaScript-Plugin im Browser sozusagen das Grafisch gerendert. Genau, so ist die Idee, wie man das Ganze anwendet. Ja, wie schaut das aktuell aus? Ist das Ding schon im Einsatz? Wir haben es, ich hätte mal gesagt, in erster Linie mal für uns programmiert und es ist aber noch ganz gut angekommen, auch in der Open-Source-Welt, wie man so sieht. Im November 2020 waren nur 5 Instanzen, ich glaube, davon waren 4 Testinstanzen. Ja. Dezember 2020 ist auch noch nicht der große Aufschwung gewesen, aber man sieht jetzt schon, es geht bergauf. Wir haben mittlerweile 52 verschiedene Moodle-Instanzen, wo das Ding deployed ist. Haben bis jetzt kein negatives Feedback in irgendeiner Art und Weise gekriegt. Und wie man auf der nächsten Folie sieht, ist es auch für verschiedene Moodle-Versionen im Prinzip einsetzbar und wird auch in verschiedenen Moodle-Versionen eingesetzt. Entwickelt ist es ursprünglich für 3.9 wurden, es geht aber auch in 3.10 und testweise offensichtlich auch schon in 4.0. Genau, also für 3.9 und 3.10 ist relativ stark, also 3.10 ist die, 3.9 ist dann die meistverwendeten wahrscheinlich momentan. 4.0 ist noch Beta-Testing momentan, aber das ist jetzt auch sehr stark im Kommen und schaut auch vom Design übrigens relativ cool aus, also wer das verwendet. Und dort hat das anscheinend auch schon wer getestet und es sind noch keine Beschwerden gekommen. Also es ist entweder so schlecht, dass sich keiner beschwert oder es ist so gut, dass es nicht gibt. Genau, wir gehen davon aus, dass einfach wirklich gut ist. Genau. Und vor allem, wir werden auch demnächst das noch für Moodle 4.0 ganz offiziell freigeben. Was jetzt nicht heißt, wenn es nicht freigeben ist, dass es nicht funktioniert, wie man offensichtlich sieht. Ja? Das hat aber den großen Vorteil, dass natürlich nicht wahnsinnig viel Interaktion, sondern es tut nur Daten auslesen und das anders darstellen eigentlich. Und das ist eigentlich relativ eine schlanke Struktur von diesem ganzen System. Genau, und wie das funktioniert und wie das in etwa sich darstellen könnte, sieht man da auf dieser Folie mit den verschachtelten Abhängigkeiten, wo man auf der linken Seite im Prinzip einen Screenshot von einem Moodle-Kurs mit zwei verschiedenen Abschnitten sieht. Und das eine heißt halt Topic 1 und das andere heißt Topic 2. Und man sieht dann noch ganz da herum, das ist noch das alte Activity Map Logo, wo man den Graph dann darstellt, wie die Abhängigkeiten der verschiedenen Aktivitäten, die von A bis G da durchnummeriert sind, dargestellt werden in der rechten Seite von dem auf dem Graph. Genau, also kann man sich vorstellen, im Prinzip ist diese Restrictions, kann ich natürlich dort auslesen. Ich sehe, restricted not available unless Activity A is marked complete. Bei B und jetzt sehe ich da bei B, aha, das wird dann da sozusagen als Teil. B hängt von A ab, oder? Genau, das wird eigentlich viel schöner dargestellt und C hängt auch von A ab. Das würde ich da zwar auslesen können, aber natürlich das in seiner Gesamtheit zu erfassen, ist wesentlich komplexer, als wie das natürlich über den Graphen ist. Ja, wobei so serielle Abhängigkeiten im Prinzip eh noch relativ einfach sind. Kompliziert wird es nachher, wenn man da so mit und oder Verknüpfungen arbeitet, wo man zum Beispiel sagt, was ich. Damit ich das Zwischenziel D erreichen kann, kann ich entweder B oder C erreicht haben. Ja, also der Lernpfad kann je nachdem, wie es dem Schüler taugt, von A, C nach D gehen oder auch von A, B nach D gehen. Und solche Sachen sind jetzt aus dem reinen Text schon nur mehr sehr spannend. Aber gerade solche Sachen werden eben dann im Zuge der Gamification, wenn man das im Unterricht macht, total spannend für den Schüler, weil der eine sagt, ich sage das Beispiel B mehr, der andere sagt, ich sage das Beispiel C mehr. Und da kommen aber trotzdem alle zum Ziel und jeder kann dann individuell was wählen. Und man weiß ja quasi aus der Erfahrung aus, dass man der Schüler sich was aussuchen kann. Aber wenn es nur ein ISO bei Beispiel A oder Beispiel B macht, dann ist einfach die Motivation der ganz andere, wie wenn das einfach total steif vorgegeben ist, was die Schüler machen müssen. Genau. Hinsichtlich der Einstellungen, also jeder, der das irgendwie verwenden will, braucht sie nicht fürchten, weder als Lehrer noch als Administrator, dass er dafür was einstellen oder konfigurieren muss. Es gibt im Wesentlichen D6 Einstellungsmöglichkeiten. Man kann sagen, ob der Graph, so wie man jetzt gesehen hat, von oben nach unten oder von links nach rechts dargestellt wird. Das wäre die Graph Direction. Das kannst du erst, da gibt es Top-Bottom oder Bottom-Top, wie sage ich, von unten oben oder wie man es will von der Richtung. Das sind im Prinzip so ganz grundlegende Graph-Wiss-Settings, so wie es uns die Graph-Wiss-Language eigentlich vorgibt. Genau. Und diese Settings haben wir im Prinzip die wichtigsten von denen, die tatsächlich interessant sind zur Erstellung von so einem Abhängigkeitsgraphen. Haben wir da sozusagen in Parameter herausgezogen, in diese Graph Direction oder den Edge Style zum Beispiel. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man das als Spline macht, dann ist das jetzt ein schön geschwungene Kurven. Man kann jetzt ganz eckige Linien machen oder was auch immer. Genau, ja. Man hat zwar keine Möglichkeit, wie die ganzen Aktivitäten auf der Map angeordnet sind, aber man kann zumindest sagen, wie die Kanten zwischen den verschiedenen Knoten dort angeordnet sein sollten. Was man aber sagen muss, was man grundsätzlich als Vorteil ansehen kann, weil dieses Kanten selber anordnen, wenn man jetzt irgendwie schon mit grafischen Programmiersprachen vielleicht oder irgendwie Diagramme zeichnet hat und so weiter, dann ist das oft gar nicht so einfach, dass das wirklich schön ausschaut.
Und da hat man einfach den Vorteil, man muss nur einstellen, wie hätte ich gerne die Abhängigkeiten, und dieser Graphis-Algorithmus rendert das eigentlich in bis jetzt Umfällen, die wir so gesehen haben, wirklich sehr elegant. Und ich kann einfach nur ein bisschen Design-Features einstellen, aber grundsätzlich kommt jetzt nichts dabei aus, wo die Linien alle total überkreuzt werden, sondern das funktioniert. In seiner Grundeinstellung schon sehr schön. Wir werden das jetzt noch an den Beispielen relativ geil sehen, wie sowas man tatsächlich ausschaut. Und das ist nicht nur in die Folien, sondern auch. Ja, und was uns auch ein großes Anliegen war, ist, dass man eben jetzt das Leben der Vortragenden und auch der Administratoren nicht wirklich komplizierter macht, wie es eh schon ist. Ja. Weil bis jetzt haben die Vortragenden im Prinzip Kurse erstellt und Aktivitäten innerhalb der Kursen erstellt, die sie üblicherweise auch mit Beschreibungen attributiert haben und Abhängigkeiten vielleicht untereinander gesetzt haben, genau wie wir jetzt schon gesehen haben, und auch vielleicht die Aktivitätsabschlusskriterien gesetzt haben. Das ist einfach, da wird innerhalb von Moodle festgelegt, wann gilt Aktivität für als abgeschlossen. Zum Beispiel, wenn der 80% aller Punkte erreicht hat oder, keine Ahnung, wenn die Zeit abgelaufen ist oder... Es gibt so verschiedene Möglichkeiten und das ändert sich einfach nicht. Also der Moodle-Benutzer kann natürlich genauso weiterarbeiten, wie er das kennt. Genau. Und was nachher dazu kommt, wenn man Activity Map verwenden will, ist einfach nur, man verwendet Activity Map. Oder man fügt das als Aktivität dazu. Man hat einen Kurs, wo man schon diese Gamification-Abhängigkeitsgeschichten hat, und dann sagt man, man hätte es gern grafisch dargestellt. Dann zieht man dort eine Activity Map als Aktivität hinein, stellt vielleicht nur den letzten Parameter ein, den man vorgesehen hat. Da kann man nämlich einstellen, ob es nur für den aktuellen Abschnitt ist oder für den ganzen Kurs. Ja. Und das war es dann eigentlich schon. Dann kann man die Schüler über das darauf zugreifen lassen. Und was man natürlich auch noch machen kann, man kann dann die Aktivitäten, das sogenannte Stealth-Aktivitäten, einstellen. Die sind dann zwar verfügbar, aber nicht sichtbar auf der Kursseite. Da können die Schüler sehen dann wirklich nur diesen Graphen angenommen, die Schüler und Schülerinnen, und können dann über den Graphen auf die Aktivitäten zugreifen. Also sie sehen gar nicht diese komplizierten Listen, die wir vorher links gesehen haben zum Beispiel, sondern die Schüler sehen nur den Graphen und greifen nur über den Graph drauf zu. Also wirklich dann sehr elegant und übersichtlich. Genau. Wir haben jetzt da ein kurzes Fallbeispiel aufbereitet auf den Folien, auf den nächsten 43-17 Folien, können wir fast sagen. Ne? Das wäre quasi fast sozusagen ein Demokurs, in dem man das gerne sagt. Angenommen, wir haben jetzt einen Themenbereich Elektrotechnik, also wir haben jetzt so einen typischen HTL-Kurs, wo ich sage, ich habe Elektrotechnik, ich habe Automatisierungstechnik, ich habe IT, ich habe Robotik drinnen angenommen, und ich habe in der Elektrotechnik jetzt drei Grundaktivitäten. Und jetzt würde ich zwischen diesen Aktivitäten würde ich gerne eine serielle Abhängigkeit machen. Das heißt so viel wie serielle Abhängigkeit, die sind voneinander abhängig, die E-Technik-Aktivität. Zwar muss zum Beispiel von der E-Technik-Aktivität 1 abhängen. Dann würde ich das so einstellen. Ja. Und dann gleichzeitig hängt die 3er von der 2er ab, und dann muss ich das in der Reihenfolge von oben nach unten durchmachen und sieht dann so die Restrictions, oder der Schüler sieht die Restrictions im Kurs so. Genau. Und was man da auch sieht, ist, dass Moodle auch hergeht und nachher nur die Aktivitäten machen lässt, die jetzt aktuell verfügbar sind. Also ich kann die E-Tech-Aktivität 2 nur dann angehen, wenn die Aktivität 1 bereits erfolgreich abgeschlossen ist. Also das ist einfach ausgegraut. Gamification-mäßig das Gleiche, wie wenn ich auf meiner Map am Computerspiel natürlich noch nicht alles sehe. Genau. Sondern nur die Sachen, die ich bis jetzt da erledigt habe. Dann kann ich dort eine Activity Map hinzufügen, sieht man da in der Mitte, ist da individuell drinnen, kann man natürlich in jeder Moodle-Instanz noch installieren. Ich kriege dann dort eine eigene Aktivität, diese Übersicht Activity Map, die kann man sich dann auch anschauen natürlich, die Activity Map, und die schaut dann so aus. Dann sehe ich das Ganze als Graphen dargestellt. Das ist die Lehreransicht, muss man dazu sagen. Ja, das ist die Lehreransicht. Da sieht man mal prinzipiell, dass 3 von 2 abhängt und 2 von 1 abhängt. Und das, was da auf der rechten Seite ist mit dem Reset Plus und Minus, das hat damit zu tun, dass man den Graphen, der letztendlich als SVG-Datei im Browser dargestellt wird, nachher auch zoomen kann. Das ist vor allem interessant, wenn man nachher mehr als nur 3 Aktivitäten, sondern eher vielleicht 30 hat oder so, ja, dass man sich nachher die Teile rauszoomen kann, die einen interessieren. Und das gibt ein kleinseitiges JavaScript-Plugin für Zoom and Pan. Unter diesem Zoom and Pan wird sozusagen dieses SVG hineingerendert, und dann kann man das dort natürlich nur wesentlich besser erfassen, zoomen und pennen. Die Schüleraktivität schaut dann so aus. Die Schüler sehen nämlich nur die erreichbaren Aktivitäten, und die nicht erreichbaren Aktivitäten sehen sie noch nicht. Also wenn der da jetzt am Anfang einsteigt. Sehen können sie schon, anklicken können sie es eigentlich. Es ist nur ausgegraut. Genau. Natürlich auch nicht klickbar, sieht man jetzt im Screenshot nicht. Ist aber natürlich so. Ich kann ja nur die E-Technik-Aktivität 1 machen.
Und sehen aber vielleicht natürlich nur als Zucker E-Technik Aktivität 2 und E-Technik Aktivität 3. Was ist das etwa? Was müssen wir da machen? Genau. Das ist natürlich eine spannende Geschichte für die Schüler. Wenn der das dann erledigt, schaut das dann so aus. Und es wird erledigt, ja. Wenn man es erledigt, dann würde das natürlich im Moodle-Kurs auch nicht mehr ausgegraut sein. Und das Gleiche macht natürlich auch unser Graf. So. Das wird die E-Technik 2 Aktivität freigeschalten, weil das jetzt available ist. Und es wird die E-Technik-Aktivität 1 mit einem grünen Hackerl abgehackelt. Genau. Also er sieht dann wirklich schön, was er abgehackelt hat und was er schon gemacht hat. Weil das ist natürlich auch ein Thema für die Schüler. Wenn er jetzt einen Kurs macht, dann sind die natürlich ein bisschen mehr in der Eigenverantwortung wie sonst, weil sie nicht so geradlinig durchgeführt werden. Und da brauchen sie natürlich auch von dem System ein Feedback, was haben sie schon alles gemacht und was können sie alles machen oder beziehungsweise was müssen sie eigentlich alles machen. Und das ist dort natürlich auch ganz schnell gelöst, mit diesen Hackerl und mit den freigeschalteten Sachen. Ja. Ein Hackerl ist üblicherweise das Indiz dafür, mit es hat funktioniert. Es gibt auch die Variante, dass du ein rotes X auftaucht, nachher ist das zum Beispiel bei Aktivitäten, die, keine Ahnung, wenn das zum Beispiel ein Quiz wäre, ja, dass das Quiz mit zu wenig Punkten abgeschlossen worden ist. Genau, nachher ist die Aktivität zwar gemacht, aber nicht erfolgreich gemacht, dann geht es auch nicht weiter. Genau, das könnte man einstellen, zum Beispiel das Quiz müssen jetzt 8% der Punkte erreichen, und wenn er den nicht erreicht, dann kriegt man den X ab. Sollte man es natürlich aus Gamification-Sicht so machen, dass der das Quiz nur mal wiederholen kann oder im Prinzip so oft wiederholen kann, bis er seine 8% hat. Sonst würde er ja quasi nie wieder weiterkommen. Genau. Das Gleiche kann man mit verzweigten Aktivitäten machen. Das sieht man jetzt, das war jetzt der zweite Themenbereich in unserem Demokurs, der Themenbereich IT. Da gibt es jetzt wieder Aktivität 1 und Aktivität 2. Und im Prinzip hängen jetzt Aktivität 2 und Aktivität 3 von Aktivität 1 ab. Aber die zwei sind voneinander unabhängig. Sieht man dort Activity 1, was beim Markt completed. Ich würde dann wieder natürlich eine Activity Map hinzufügen können und dann würde es so ausschauen. Würde ich das so sehen. Genau. Das heißt, ich kann, sobald ich 1 erledigt habe, entweder 2 oder 3 angehen. Ja, das ist egal, wo ich noch ein 2 oder 3 mache. Eins von den beiden wird noch nicht ausreichen. Oder es würden in dem Fall beide freigeschalten werden. Und kann man aus der Praxis auch sagen, das taugt die Schüler schon, wenn sie dann irgendwas auswählen können, aber wenn es jetzt dann irgendwann so ist, dass sie trotzdem beide machen müssen, das ist trotzdem einfach spannend. Eine gewisse Wahlmöglichkeit ist einfach total motivierend. Genau. Egal in was für eine Linie, muss man sagen. Genau. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen komplexer. Man kann noch ein paar Einstellungen im Moodle machen, wo man sagt, okay, ich kann eine Aktivität nur dann machen, wenn ich vorher 2 andere gemacht habe. Das ist jetzt aus pädagogischer Sicht so simpel, dass ich sage, okay, ich kann eine verknüpfte, themenmäßig verknüpfte Übung nur dann machen, wenn ich vorher die Grundlagen aus beiden grundlegenden Fächern gemacht habe. In Moodle selbst würde man das eben so einstellen, zum Beispiel für Robotik. Wir haben den Robotik-Kurs 3, der darf nur dann gemacht werden, wenn ich Robotik-Aktivität 1 und Robotik-Aktivität 2 vorher gemacht habe. Ja, genau. Weil das ist einfach davon abhängig. Ändert das über dieses Hackerl, dann muss man da all einstellen. Also Student must match all of the following. Wenn all steht, dann schreibt er automatisch das Ende. Da gibt es halt eine Unverknüpfung für diese 2 Aktivitäten. Man kann da auch beliebig mehr noch bauen. Man kann da ein und machen und man kann dieses und mit einem unterliegenden oder verknüpfen. Also es sind da quasi von der Boolschen Logik keine Grenzen gesetzt. Man kann da im Prinzip das abbilden, was man will. Genau. Mit Verschaltung und oder nicht und so weiter. Wir kennen ja auch dieses Must und Must Not und so weiter. Mhm. Das kann man dann dort mit den 3 Grundelementen eigentlich alles aufbauen, was man sich so vorstellt. In dem Themenbereich Robotik wird es so ausschauen, ich kann jetzt entweder mit 1 oder 2 anfangen, aus Schüler- und Schülerinnen-Sicht. Und dann muss ich aber trotzdem beide erledigt haben, damit ich die Aktivität 3 machen kann. Oder auch den Vorteil, dass ich angenommen, wenn ich jetzt irgendwelche Laboraktivitäten habe, dass nicht nur das für die Schüler fein ist und Schülerinnen, dass die das wählen können, sondern auch, wenn ich eingeschränkte Hardware habe, angenommen, ich brauche jetzt das am Roboter und für das brauche ich einen anderen Typ von Roboter, dann kann ich auch die durchwechseln lassen. Und wenn die eine Gruppe mit dem Roboter 1, die andere Gruppe mit dem Roboter 2. Also ich kann das eigentlich in Wirklichkeit auch besser ausnutzen und durch solche Lernszenarien. Schaut dann in der Grafik natürlich auch wieder ganz spannend aus, nämlich so nicht, so. Genau. Schaut dann so aus, es gibt dann da ein logisches Und, es gibt dann da einen Kreisel mit einem Und drinnen, mit einem kaufmännischen, das ist quasi aus der, kommt ein bisschen aus der Digitaltechnik, das ist unserer Profession geschuldet, dass man da solche Elemente verwenden. Ist aber, glaube ich, so selbst erklärend, dass man es sagt. Und dass da einfach alle, die eingehend sind, müssen erledigt sein, damit das ausgehend eingeschalten wird. Genau, oder die ausgehenden Aktivitäten.
Genau. Und so wie es jetzt und Verknüpfung geben kann, kann es auch oder Verknüpfungen geben. Das ist jetzt im Wesentlichen dasselbe, wie wir es mit den Unverknüpfungen haben, außer dass man da bei den Einstellungen innerhalb von Moodle jetzt nicht all of the following, sondern any of the following einstellt. Ja? Das heißt, entweder Robotikaktivität 1 oder Robotikaktivität 2 muss aktiviert sein, damit man nachher die Robotikaktivität 3 freigeschalten kriegt. Das schaut in dem Moodle-Kurs dann eben so aus. Nämlich fast nicht anders als vorher, weil nämlich nur das eine Schlagwort all statt dem Schlagwort any ersetzt ist. Also das ist tatsächlich schwer erfassbar, sage ich mal. Genau. Wenn man nicht genau weiß, um was geht. Wobei sich das nachher innerhalb des Graphs nachher schon wieder deutlich unterscheidet. Das ist nachher gestoppt und größer gleich 1. Genau. Also mehr als 1 muss erfüllt sein. Ja? Nachher gleich ein Eingang muss erfüllt sein, damit er auskommt. Genau. Nachher ist es so, dass wir bis jetzt bei den kleinen Beispielen, die wir euch gesagt haben, immer Maps innerhalb von einem Block, also wir haben jetzt die IT- und Robotik-Blöcke gehabt und da haben wir immer eine eigene Map in dem einen Block drin. Von einer Überschrift oder von einem Topic sozusagen heißt die Moodle. Ja, und in sich ist sehr sinnvoll natürlich, dann kann man diese ganzen einzelnen Teilbereiche schön erfassen. Natürlich können die Kurse oft so, natürlich in der Welt wird immer komplizierter, die ganze Technik wird immer vernetzter, aber natürlich Abhängigkeiten zwischen den Blöcken. Und da kann man natürlich blockübergreifende Abhängigkeiten auch darstellen. Ganz genau, ja. Man kann nämlich in dem Activity Map Plugin eben einstellen, es soll nicht nur innerhalb vom Block sein, sondern es soll alle Blöcke auf einmal rendern. Da gibt es noch verschiedene Einstellungen, die noch entschlagen werden, zum Beispiel die Hintergrundfarbe, wie werden die einzelnen Blöcke hinterlegt. Man sieht jetzt schon, wir haben verschiedene Blöcke, jetzt auch vorher in dem Vortrag schon gehabt, Robotik und IT und Elektrotechnik. Und bei Elektrotechnik, wenn wir uns erinnern, haben wir die serielle Abhängigkeit gehabt. In IT haben wir das eins ermöglicht zwei andere und in Robotik haben wir noch das und oder gehabt. Und man kann aber auch hergehen und Abhängigkeiten innerhalb von Moodle erstellen, die zwischen den Blöcken sind. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich kann auch gewisse Sachen in der IT erst machen, wenn ich in Robotik was gemacht habe oder umgekehrt. Ich bin schon vor, ich muss zuerst ein bisschen programmieren können und ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik haben, bevor ich quasi einen Roboter in den Betrieb nehmen kann. Genau. Es ist in Moodle relativ leicht einstellbar. Also man kann das genau gleich wie bis jetzt auch über die Activity Completion machen, wenn man sagt, okay, ich möchte zum Beispiel IT Aktivität 3 completed haben und E-Tech Aktivität 2 completed haben, damit ich noch ganz die Robotik Aktivität 1 überhaupt machen kann. Das ist genau das, was der Kollege vorhin gesagt hat. Ich brauche ein bisschen was IT-Wissen, ich brauche ein bisschen was Elektrotechnik-Wissen, damit ich mit Robotik überhaupt was anfangen kann. Was da wahrscheinlich auffällt, ist, dass natürlich schon wirklich sehr komplex ist und sehr schwer zu erfassen ist, was man da machen muss. Und was noch dazu kommt, was ich auch machen kann, sieht man da bei der Robotik-Aktivität 2, die ist erst available auf einem gewissen Datum. Also 17. Mai 2021 eingestellt, weil natürlich sein kann, ich habe einen gewissen Experten, der hat erst zu der Zeit für den Unterricht Zeit oder der ist woanders eintritt vorher oder was auch immer. Also das gibt es einfach oder ich habe in einem aus anderen Gegenstand irgendwas, was ich vorher machen muss. Also ich kann das natürlich quasi zeitgesteuert auch machen. Genau. Und das würde nachher am Endeffekt den kompletten Graphen so rendern. Also da werden nachher wirklich alle Abhängigkeiten, die irgendwo gesetzt sind, im kompletten Kurs berücksichtigt. Man sieht jetzt tatsächlich, dass die Robotikaktivität 1 nur dann erfüllt werden kann, wenn IT-Aktivität 3 und Elektrotechnik-Aktivität 2 erfüllt sind. Und das Datum nach dem 10. April 2021 ist, wo ich die Robotikaktivität 2 mache, eine von den beiden und noch eine zweite. Genau, wenn man sich das anschaut, ist das natürlich jetzt total super erfassbar. Der Schüler möchte jetzt gute Noten haben, die Schülerin. Schaut, Robotikaktivität 3 muss ich abschließen und dann sieht, ich muss das machen, da muss ich aber noch warten, dann kann ich vielleicht da anfangen. Wenn ich das machen kann, muss ich da mal anfangen, dann fange ich vielleicht mal mit Elektrotechnik an. Genau, weil mein Sitznachbar macht das auch und dann starten wir dort einmal los, wer andere startet da los, macht aber nichts und irgendwann treffen sie dann alle eigentlich ganz am Ende und haben dann möglichst gehabt. Und haben sie aber trotzdem alle einen individuellen Weg ausgesucht durch dieses ganze Lernszenario, das wir da grafisch darstellen können. Genau. Und aus dem, von dem kommt auch ein bisschen der Name her mit Activity Map. Ne? Das ist so also ein bisschen wie U-Bahn-Fahrkarten, wo man sagen kann, ich möchte von da nach da, was muss ich machen, damit ich dorthin komme. Ne? Ja. Gut, wie schaut das jetzt aus der Praxis aus? Genau, wir haben das schon länger im Einsatz natürlich auch. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel aus meinem Programmierkurs von der APL. So wäre es jetzt typischerweise so, ich mache jetzt ein neues Kapitel, zum Beispiel Schleifen, das ist am Anfang ein klassisches Kapitel. Und da gibt es jetzt dann
eben können Sie die Schüler vom Start weg einmal aussuchen. Es gibt jetzt zwei Quizzes. Es gibt zum Beispiel ein Quiz für Codeausgabe von Weilschleifen, also für Kopf- und Fußgesteuerte Schleifen, und ein Quiz für die Codeausgabe von Vorschleifen, also für Erzählschleifen. Ist mir dann als Lehrer jetzt wurscht, mit was anfangen. Sie müssen aber sowieso beide machen, weil das da unten dann irgendwann einmal so unten zusammenrennt. Wenn Sie diese Quizzes gemacht haben, also dieses Quiz mit der Codeausgabe, dann muss der Schüler sagen, es gibt jetzt eine gewisse Funktion mit einer Schleife drin und er muss wissen, was das ausgibt. Wenn er das gut genug macht, das wäre also ein Quiz, wo er eine gewisse Punktezahl erreichen muss, dann werden ihm diese zwei Beispiele freigeschaltet. Dann kann er da ein Beispiel Game Counter machen oder ein Programmierbeispiel Calculation Trainer. Das sind so einfache Beispiele, wo eben dann diese Weilschleifen vorkommen. Und wenn er die dann erledigt hat, dann kann er quasi unverknüpft ein komplexeres Beispiel machen, wo ich sage, ich bin mit den grundlegenden Wissen vom Schüler, von der Schülerin dann zufrieden. Dann kann er dieses Number-Guess-Beispiel machen. Das ist so dieses klassische Programmierbeispiel, dieses Zahlenraten, das dann immer höher und tiefer ausgibt und dann muss der Benutzer sozusagen beim Programm das irgendwann erraten und dann hat er mal das grundlegende Wissen von den Weilschleifen, das wäre dieser linke Zweig, aber dann erledigt. Da muss er das gleiche über Vorschleifen machen, da gibt es wieder zwei einfachere Beispiele und dann ein bisschen ein komplexeres Beispiel, dieses Spin-Codes. Wenn er den dann eigentlich erledigt hat, diese beiden Arme, dann kann er quasi zum Abgabegespräch kommen, da gibt es auch eine Moodle-Aktivität. Diese Aktivität findet in Moodle relativ wenig statt, das ist nur formell drin zum Abhacken dann für mich, da muss man dann wirklich sozusagen der Schüler oder die Schülerin erklären, wie er diese Beispiele gemacht hat. Und kriegt dann nur Tipps und Tricks und so weiter, wie diese ganze funktionieren kann, vielleicht einfach gewisse Sachen, die automatischen Tests natürlich auch nicht können, weil das natürlich nicht ist, sehen und so weiter. Können Sie dann die Schüler dort nochmal anschauen und können Sie einfach nochmal erklären und kriegen dann sozusagen einen Schein, dass ich sage, gut, der Schüler, der jetzt so weit kommt, der diese zwei Äste sozusagen durchgemacht hat und zum Abgabegespräch gekommen ist, der kriegt einen Haken dran und der kennt sich mit Schleifen einmal grundlegend aus. Und die natürlich sind nicht alle gleich schnell. Es gibt Schüler, die sind dort in zwei Wochen fertig, es gibt Schüler, die brauchen vier Wochen. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, es sind nicht alle gleich. Und die, was dann schon fertig sind, die können da unten nur vertiefende Beispiele machen. Da gibt es jetzt in dem Fall keine Abhängigkeiten untereinander zum Beispiel, sondern die können sich einfach einfach durchmachen und die noch drei machen. Oder mehrere, ne? Oder mehrere, je nachdem. Und je nachdem, je mehr Beispiele, dass sie schaffen, sozusagen, desto besser ist halt dann die Notwendigkeit. Das Wesentliche hinaus, wie es so ist. Ja, ne? Das ist auch die LBVO. Oder die Leistungsbeurteilungsverordnung sagt, oder der Jurist sagt. Genau. Und wir haben das nachher auch in noch komplexerer Form im Einsatz bei uns für unseren Laborunterricht. Das ist jetzt ein Ausdruck aus dem Labor, wo wir über ein ganzes Jahr hinweg mehrere verschiedene Themengebiete beackern und die Themengebiete auch wirklich voneinander abhängig sind. Also ich brauche Grundlagen in der Elektrotechnik, damit ich nachher weiß, was ich in Mechatronik machen kann und so weiter und so fort. Und das ist halt, wo man sieht, man kann jetzt nicht nur hergehen und nur den Namen von dem Kurs dort reinschreiben oder von der Aktivität, sondern auch tatsächlich in die Aktivitäten reinschreiben, holt es dort, da lernt ihr das und jenes. Und ihr braucht es, damit ihr bei der Aktivität teilnehmen könnt, auch einen eigenen Laptop mit, ihr braucht ein Netzwerkkarten, ihr braucht einen Router und so weiter und so fort. Und wenn ihr das macht, habt ihr noch einen Satz freigeschalten für die nächsten. Und so können sich die Schüler eben über ein ganzes Jahr hinweg einen Pfad bauen, wo sie noch einen gewissen Grundlagenstock aufbauen und noch einen individualisiert vertiefen. So genau. Das ist dann auch so vorgesehen, dass der Schüler zum Beispiel, das ist gar nicht vorgesehen, dass die alles machen, aber nur gewisse Grundlagen zum Beispiel und dass dann die vertieften Sachen können, dann frei wählen, was machen. Natürlich, der eine ist halt mehr in dem Bereich interessiert, der andere mehr in einem anderen Bereich. Genau. Und mit der wunderbaren Folie würde ich sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für diejenigen, die das interessiert, die das gerne installiert hätten, ihr könnt es entweder von Moodle direkt vom Plugin Directory raus installieren oder auch direkt von GitHub-Klonen von meinem Repository. Wir werden schauen, dass wir das Ding so gut wie es geht aktuell halten für die nächsten Moodle-Versionen. Und ja, das Ding ist interessant, oder? Genau, würde ich sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist jetzt natürlich zeitmäßig auch gut. Wir freuen uns natürlich, wenn es da Fragen gibt und jetzt irgendwie eine Diskussion zustande kommt über das Thema. Und wir freuen uns auch natürlich über jeden, der das Plugin dann benutzt und uns da Feedback gibt, aber nicht, was nicht funktioniert und so weiter. Also wirklich, genau. Wünsche, im Sinne des Open Source Gedankens. Wünsche, Beschwerden, Anfragen bitte auf GitHub eintippen. Wir würden uns freuen, wenn das doch alle einsetzen. Ja, genau. Also voll danke nochmal an euch beide, gell? Super cooler Vortrag und eine super coole Idee, auch das sagen
das grafisch aufzubereiten, weil tatsächlich so als Liste speziell ist es, ist es ja ab einer gewissen Länge unübersichtlich, ganz abgesehen oder ganz abgesehen davon, dass man dann diese Abhängigkeiten ja nicht sieht. Also das ist einfach eine mehrdimensionale Ansicht, deshalb besser. Generell, dass halt, also also das dann auch mehr motiviert, sowohl bei dem, ich rechne mal beim Kurs erstellen, weil man ja mehr sieht, als einfach nur, okay, ich habe jetzt 5 Punkte auf einer Liste oder man hat eben da so einen coolen Graph erzeugt. Aber natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie wissen, okay, da bin ich durch oder so, ne, da habe ich noch im Labyrinth einige Räume vor mir. Genau. Ja, sehr cool. Schauen wir mal, ob es irgendwelche Fragen gegeben hat. Also ich habe gesehen, es gibt ein bisschen Diskussion gegeben. Ja, und es gibt schon eine Frage. Genau. Habt ihr Feedback eurer Schülerinnen und Schüler zu den Graphen erhalten? Wie nehmen die das auf? Ja, anfangs kommt man vor gar nicht schlecht, weil sie das einfach nicht gewohnt sind, dass die Sachen in der Art und Weise aufbereitet werden, dass sie am Anfang vom Schuljahr schon wissen, wo werden sie am Ende stehen. Das wirkt an und für sich sehr motivierend für die Schüler. Was nachher trotzdem nicht ausbleibt, ist, dass die Schüler ja trotzdem die Übungen machen müssen, ja, und nachher sollte sie doch trotzdem durchkämpfen müssen. Genau. Ja. Man muss natürlich sagen, es ist natürlich im Zuge der ganzen Corona-Krise trotzdem einfach ganz anders als wie sonst. Ich weiß nicht, ob einfach diese Erfahrungen so vergleichbar sind. Also wir haben da selber viel diskutiert. Es gibt Schüler, denen taugt das irrsinnig, die ziehen da durch und sind im Prinzip jetzt schon fertig, das ganze Schuljahr. Jetzt ist quasi Anfang April. Und es gibt Schüler und Schülerinnen, die tun sich halt einfach schwer mit dem. Dass sie sich selber motivieren, sie sind sehr viel daheim jetzt momentan. Mhm. Wie es halt alle geht. Es gibt Leute, die kommen mit der ganzen viel daheim sein und dann trotzdem was bringen, Leistung bringen, sehr gut zurecht, und es gibt Leute, die dann nicht sein werden. Was man auf alle Fälle behaupten kann und sagen kann, ist, dass das Laborsystem in der Art und Weise schon sehr die Eigenständigkeit der Schüler und vor allem sich selbst Wissen anzueignen, in den Vordergrund rückt und sehr, schaut, dass das ja wirklich passiert, dass die Schüler Dinge sich selbst erarbeiten können, auch, was ja auch ein sehr, sehr guter Softskill im weiteren Leben ist. Ja, sogar fast einer der wichtigsten Eigenschaften, weil wir wissen ja jetzt auch nicht, wir bilden natürlich in eine sehr allgemeine IT-Richtung aus, aber was der Schüler, die Schülerin dann genau macht beruflich, können wir ja nie abdecken, das würde ja nicht funktionieren grundsätzlich. Und dann ist eigentlich die viel bessere Eigenschaft, dass der dann dort im Betrieb ist, wo er dann vielleicht irgendwann einmal landet und sich dann selber die Sachen auch aneignen kann. Sehr cool, sehr cool. Ich habe jetzt keine weitere Frage mehr gesehen. Wir können nur kurz warten, ob jemand nur eine Frage, also eine Anschlussfrage haben möchte. Ich habe das auch nicht gewusst, dass man grafisch clientseitig rendern lassen kann. Das ist cool. Also das ist ja wirklich super cooles Tool für alles Mögliche. Habe ich schon öfter gemacht. Aber das ist cool. Also das. Ja, das wird über WebASM irgendwie wird das gemacht. Es gibt eine Facility-Library. Es ist eine Open-Source-Library, also sehr im Linux-Tage-Gedanken sozusagen, dass man Open-Source verwendet. Und das ist total cool, ja. Das ganze Graph ist eigentlich genial. Die ganzen Parameter, was man dort einstellen kann, es gibt ja dann, man kann das ja dann verschieden darstellen, das haben wir eigentlich gar nicht so erzählt. Im Prinzip kann man diese Felder, was man sieht, in die Graphen kann man jetzt eben so als Tabs darstellen, was wir jetzt haben. So wie da, ich kann da aber auch Kreise machen oder ich kann Dreiecke machen oder ich kann Sterne machen oder was auch immer. Das kann man hinterlegen. Genau, das kann man. John-Modus oder wie man das machen mag. Ja, genau. Man kann diese Linien unterschiedlich machen, eben so wie diese Graden-Linie, oder man kann Splines machen oder man kann orthogonale Linien machen, also dann würden die wirklich so Ecke sein und dann gibt es ja, 1 Million Varianten. Man kann diese Node-Separation einstellen, dann würden diese ganzen Felder weiter auseinanderziehen. Gezogen werden oder weiter zusammengezogen werden und so weiter. Ja, sehr cool. Dann ist vielleicht Motivation, da, euch da bei der Entwicklung zu helfen, wenn man da noch mehr Sachen reinbauen kann. Klar. Man kann mehr automatisieren, wie auch immer. Gell? Also es gibt da. Wer auch immer uns helfen will, ist herzlich willkommen. Alles klar, sehr cool. Also, ja, nochmal viel Danke für den coolen Vortrag. Und falls du weitere Fragen gibt im Chat, ihr seid vielleicht nur ein bisschen online. Und auf jeden Fall nochmal super cool, danke. Gell? Dankeschön, danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.